Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Heute aus dem Auto, wir sind schon seit einer ganzen Weile unterwegs, haben jetzt gerade mal Fahrerwechsel gemacht. Das ist so schön, wenn man einen Sohn hat, der jetzt einfach mal das Steuer übernommen hat. Wir sind unterwegs nach Gießen, sind gerade von der Autobahn abgefahren, unterwegs zu Christian Bischoff auf ein mega geniales Seminar, das 4 Tage dauert, die Kunst selbstbestimmt zu leben. Jetzt sind wir aber erstmal noch, bevor wir da zum Check-in fahren, unterwegs zum Hotel. Normalerweise bin ich ja ein Fan davon, eine Airbnb-Wohnung zu mieten. Wow, ich sehe jetzt mal gerade hier gar nichts, die Sonne blendet. Aber irgendwie in der Nähe von Gießen habe ich keine Airbnb-Wohnung gefunden. Verstehe ich zwar nicht, Airbnb ist weltweit aktiv, aber in Gießen anscheinend dann doch nicht, oder? Es sollte nicht so sein, denn als ich Ausschau gehalten habe nach Hotels, habe ich ein ganz, ganz schickes Hotel gefunden, wo ich gedacht habe, wenn mein Sohn, der Roman, dieses Hotel jetzt sehen würde, er würde es sofort buchen. Deshalb habe ich das dann auch gemacht und ja, jetzt fahren wir erstmal zum Hotel. Wir nehmen euch mit und gleich gibt es bestimmt ein paar Eindrücke vom Hotel. Hotel Klosterwald. Klosterwald heißt's. Weiß ich nicht. Klosterwald so irgendwie. Bis gleich. Links abbiegen auf Innengräben. Danach befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Gerade irgendwie das Gefühl, hier stimmt was nicht. Okay, fahren wir mal weiter. Das ihr Lieben, jetzt wollte ich euch die Klosterwaldschenke zeigen, aber außer Feld und Wiese haben wir nichts gefunden, haben jetzt im Hotel angerufen. Das ist wohl so versteckt, dass das Navi das jetzt nicht hergibt. Jetzt haben wir kurzerhand umdisponiert, fahren jetzt erstmal zum Veranstaltungsort und ja, dann wird es heute Abend erst einen Eindruck vom Hotel geben, wobei es dann dunkel ist. Also werde ich euch dann eher morgen zeigen. Schauen wir jetzt erstmal, ob wir Christian Bischoff in Gießen an der Messehalle finden. So, ihr Lieben. Wir sind im Hotelzimmer angekommen. Ich bin ein bisschen am Schmunzeln und gleichzeitig dabei, meine Gedanken dahingehend zu sortieren, dass ich mich nicht ärgere. Das bringt es jetzt, glaube ich, auf den Punkt. Kleine Nachtfahrt durch Gießen. Nur Kartentankstellen gefunden. Zunächst mal, ne? Liegt nicht daran, dass ich keine Karte habe zu bezahlen, aber ich hasse einfach Kartentankstellen. Und dann haben wir ja erstmal eine Weile gesucht, bis wir eine Tankstelle gefunden hatten, wo man ganz normal tanken kann und ganz normal zahlen kann. Und dann sind wir hier noch ein bisschen rumgefahren, bis wir dieses Hotel hier gefunden haben. So, wie war der heutige Tag? Das Wesentlichste, was ich mir heute rausgenommen habe, ist, dass ich meine Ziele künftig noch viel höher stecke. Und wenn du das letzte Video gesehen hast, da ging es um das goldene Lebensbuch, das Bestsellerbuch. Und wir durften zu diesem 4-tägigen Seminar jetzt auch so einen eigenen Lebensfilm erstellen. Also das toppt so dieses Bestsellerbuch, was ich dir hier im letzten Video vorgestellt habe, was ich schon seit vielen Jahren führe. Das toppt das Ganze nochmal, weil man das Ganze dann auch nochmal so seine eigenen Ziele einfach auch auf dem Film festhält und darstellt und mit allen Sinnen quasi nochmal wahrnimmt. Aber ich werde diesen Lebensfilm nochmal etwas verändern, weil mir nochmal klar geworden ist, dass die eigenen Ziele, die man sich steckt, nie groß genug sein können. Und je größer die Ziele sind, umso größer ist einfach auch die Motivation, ins Handeln zu kommen und zu tun. Und das ist jetzt eben auch in diesem Video meine Botschaft an dich.
Steck dir deine Ziele, steck dir große Ziele, damit du wirklich eine Motivation hast, ins Handeln zu kommen, um die Ziele zu erreichen. Wenn du dir ein riesengroßes Ziel steckst, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst, wenn du auch das riesengroße Ziel nicht erreichst, sondern ein bisschen unten drunter bleibst, dann hast du immer noch mehr erreicht, als wenn du dir kleinere Ziele steckst und erreichst die nicht oder kommst erst gar nicht ins Handeln. Also große Ziele stecken, ich überarbeite meine eigenen Ziele auch nochmal und ja, ich würde sagen, für heute war es das in diesem Video aus der Klosterwaldschenke oder wie heißt das hier? Genau. Ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.